Tja Leute, da sind wir wieder bei Paper Mario und wir kommen endlich weiter. Zumindest kommen wir hier aus diesem Dorf heraus. Kurz den Timer neu starten. So langsam hören die ganzen Gespräche auf, aber es wird natürlich nicht weniger. Also die ganzen Gespräche zum Prolog. Und so. Ja, da sind wir. Das Problem ist absolviert. Ich habe das Gefühl, diese Straße wird voller Feinde sein. So sei auf der Hut. Ja. Ja, ich will jetzt gehen. Endlich. Warte, ich speichere vorher. Tut mir leid. So, jetzt gehen wir hier raus. Endlich auf eine neue Reise. Okay, hier steht ein bisschen Text. Aufpassen vor Goombas. Oh nein, er ist einfach von seinem Poster. Nee, wie nennt man das? Ja, Mario, jetzt, er wird sagen, wie man, auch meint. Okay. Er sagt uns, dass er auch angreifen kann. Mit Z können wir jetzt zu ihm tauschen. Er hat, die Strategie nichts zu tun. Und seine Angriffe, er kann halt auf Gegner eine Kopfnuss geben und den Scanner einsetzen. Damit scannt er die Gegner und dann sehen wir immer die HP. Das ist ein Goomba. Goomba sind das, was du als kleine Feinde nennst. Sie sind sehr schwach. Hey, warte, ich bin einer von ihnen. Maximal HP 2, Angriffspower 1, Verteidigung 0. Du kannst sie mit einem Hammer oder einem... Ich wollte gerade Stein sagen. Wieso wollte ich Stein sagen? Mit einem Hammer oder einem Schwung töten. Erledigen. Wie nennt man das Ding? Schwarzes Brett. Er ist vom schwarzen Brett abgefallen. Ich weiß gar nicht, wen von den beiden ich getroffen habe. So. Ich hätte den mal an, obwohl es eigentlich völlig egal. Einer wird uns auf jeden Fall angreifen, aber jetzt ist Goombario vorne, wenn er ihn angreift. Nee, na, natürlich wechseln wir, okay. Ich muss das wieder ein bisschen lernen, wie das ging. Ich weiß, dass, die Mitstreiter, ich stehe mitten in den drinnen, aber ich bin trotzdem ausgewichen. Die Mitstreiter nicht getroffen werden können, es sei denn, die Gegner machen einen Angriff, der jeden verletzt. Also speziell können sie nicht alleine angegriffen werden. Puh, und ich habe so ein Plappmaul, ey. Und irgendwann, es dauert nicht lange, da können wir ein bisschen mehr tun bei diesen Kämpfen. Bis jetzt sieht es noch recht langweilig aus. Nein, die ganzen Münzen verschwinden. Oh, nee. Ah, den Baum kann ich nicht erwischen. Hier ist eine Münze drin. Nichts. Noch eine Münze. Aber ich... kämpfe trotzdem gegen recht viele. Einfach nur, weil... ich möchte... Das Ende wird ziemlich schwer. Und man muss so viel leveln, wie es geht. Das ist ein Paragumba, er hat Flügel. Das ist dasselbe wie ein normaler Gumba. Er macht... glaube ich... Ne, er macht genauso viel Schaden. Okay, nichts Besonderes. KP hat er 2, wie der ganz normale Goomba. Und hier seine Kopflos. Und BAM! Auf die Kopf. Er tötet seine eigene Spezies. Ist das... Okay, okay, die Menschen tun's auch. Na gut. Hm, dieser Busch sieht normal irgendwie komisch aus. Und ein Pieks-Goomba. Wie heißt er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen, aber... Ist eh egal, denn wir lernen den jetzt eh kennen. Na, jetzt habe ich gerade eben den Namen gelesen. Das ist ein, Spiked-Goomba. Sie tragen Stacheln auf ihren Kopf, haben 2 AP, Attack Power 2. Was auch immer du tust, springe nicht auf sie. Das tue ich auch. Das ist der stärkste Gegner bisher von den Goombas. Oh, jetzt kommen wir schon langsam in den gefährlichen Bereich mit und weniger als 5 HP. Wir sollten aufpassen.
Und da ist er down, da geht er down, da geht er down. Es gibt 5 Sternenpunkte und fehlen nur noch die Hälfte zu einem Level ab. Und bei diesen roten Fragezeichenblöcken kommt immer ein Orden raus. Plus Callbell, Orden. Wenn Mario in Gefahr schwebt, macht er... können Feinde mehr fällen. Ja. Da fällt mir gerade ein, ich habe den Orden ja letztes Mal abgelegt. Die können wir jetzt beide anlegen. Wir sind ja jetzt in Gefahr und da kann es passieren, dass die Gegner uns nicht treffen. So, dann zeige ich euch, hier sind die Items. Da haben wir keine Key-Items, ne? Ganz normale Items 2. Das ist unsere Party. Gumbario. Check your party and see each member's abilities. Spirits. Ich nenne sie Geister, aber... Weil Spirits ist ja Geist, aber... Die... Ich nenne sie einfach die hohen Sterne. Auf Deutsch hießen sie die hohen Sterne. Und die Karte. Ja, so ist... Das ist doch die große Karte. Wir kommen also noch an... zu ziemlich vielen... Orten. Und wir sind gerade erst hier gewesen. Ja. Und diesen Pilz bekommen wir den. Eat a mushroom to regain your energy. Ja, wir bekommen den. Ein Pilz. Aber ich benutze ihn nicht, weil ich kann mich erinnern, dass da gleich noch irgendwas kommt, womit wir die HP regenerieren können. Natürlich springen wir. Achso, der Super Jump, den zeige ich euch gleich. Obwohl, den zeige ich euch erst gleich, weil ich glaube, es ist sinnvoller, die HP zu behalten. Nee, die... Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, wir bekommen jetzt leider noch mal 2 Schaden reingedrückt. Oh, ja, genau, das ist der Orden. Dass sie mir mal, dass wir Glück haben, dass sie verfehlen. Gut, du benutzt noch mal deine Kopfnuss. Und deine Flügel fallen ab. Muss es nicht wehtun? Nur noch 3 AP. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht sterben. Habe ich keinen Bock zu. Besonders so früh. So, 9 Sternpunkte. Ah, wir bekommen hier auch 2 Herzen geschenkt. Das meinte ich, hier bekommt man nämlich nochmal volle AP. Also eigentlich recht unnötig, dass man vielleicht einen Pilz benutzen würde. Hm. Hey, hey! Bleib dort, wo du bist. Ja, du. Komischer Typ. Beweg dich nicht. Ah, du bist Mario, ich wusste es. Du kommst hier nicht vorbei, Mr. Big Shot. Es ist eine direkte, Aufgabe von uns, von dem Gumba-König, das ist richtig. Es tut mir leid, das ist der einzige Weg. I'm sorry, but the only way by is for the Goomba Bros. That's me, Red Goomba and my brother Blue Goomba. Das sind die Goomba-Brüder. Goomba-Brüder. Let's get him, Blue Goomba. Oh yeah, let's do it, my red brother. Die wollen uns jetzt angreifen. Grafik, Fehlerland. Okay, okay, okay. Das ist unser erster... Bosskampf und ich scanne schon mal den ersten. Den blauen oder den roten? Den blauen. Das ist der blaue Goomba. Er ist der jüngere von den beiden Goomba-Brüdern. Maximale HP 6, Angriffspower 1, Verteidigung 0. Sie dienen dem Goomba-König. Er sieht nicht so stark aus wie sein Bruder, ist auf jeden Fall schwächer. Okay. Ich würde sagen, benutzen wir mal die Feuerblume. Dann zeige ich sie euch mal. Die trifft alle Feinde. Macht bei beiden 3 Schaden. Mario, wie fühlt sich das an? Oha, ihr macht genauso viel Schaden wie ein Goomba. Tja. Achso, den Power Jump. Den kann ich euch dann... jetzt auch zeigen auf dem blauen. Macht 3 Schaden und er ist direkt weg. Ah, nein, blauer Goomba. Ah, mein kleiner Bruder. Das, dafür wirst du bezahlen, Mario.
Und scanne auf dem roten. Das ist der rote Goomba. Er ist der ältere der beiden Goomba-Brüder. Maximale HP 7, Angriffspower 1. Der Goomba-König hat ihm befohlen, dich aufzuhalten. Er hat ein HP mehr als sein jüngerer Bruder. Und direkt nochmal den Power Jump. Und dann hat er noch ein HP. Headbang. Und down sind sie. Ein bisschen Strategie hat das Spiel. Was heißt ein bisschen? Das Spiel beinhaltet sehr viel Strategie. Hätte ich sie mit einem normalen Sprung angegriffen, wäre ich am Ende gestorben. Weil sie haben ja 6 und 7 AP. 13 AP. Greifen mich zweimal an. Ja. Wir werden dich gehen lassen müssen. Ist hier was? Ein Speicherpunkt. Aber ich gehe mich kurz nochmal vorher heilen. Ja, damit bekommen wir auch die BP zurück, was hier FP heißt. Ich glaube, BP hieß Blumenpunkte und FP, ja, Flower Points. Noch ein Trampolin, das bringt uns hier hoch. Haha, hey, auf dich zu porten. Cheater, Hacker. Noch ein Pilz, bekomme ich den? Nein, es ist eine Fake-Attrappe. Komm her. Ich prügel dich weich, du Ding. Kopfnuss. Ich war gerade abgelenkt, sorry. Ich mag die Musik. Hättet ihr bestimmt nicht gedacht, nachdem was ich bei Magic Castle immer mit der Musik gesagt habe. Ja, die Musik gefällt mir auch. Was sagt ihr nun? Was ist denn hier? Goomba Königs Schloss voraus. Ist das ein Schloss? Turm. Oh, mein Bruder ruft mich gerade an. Das ist sehr schlecht gerade. Ich mute mich einfach und bis gleich. Da bin ich zurück. Okay, König Goomba. Hilf uns. Mario hat uns den Arsch versohlen. Versohlt. Trampel, 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 Trampel. Hey, guck mal, Mario. Dieses Gebäude hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf der anderen Seite es eine Brücke geben muss. Ich wundere mich, was hier passiert ist. Also vorher war dieses Schloss anscheinend nicht da. Und sonst war hier eine Brücke und jetzt nicht mehr. So, Mario, es ist wahr. Du hast es bis hierher geschafft. Meinen Respekt hast du. Weiter wirst du nicht kommen. Weil ich, der große und starke König Goomba, will see to it that you advance no farther. Dass du nicht weiterkommst. Hast du das gehört, Mario? Du kommst hier nicht weiter. Keinen einzigen Schritt. Bist du gefürchtet? Ich kenne das Wort, wenn man sich erschreckt hat oder Angst hat. Hast du Angst, kleiner Mann? Haha. Ja, du bist, du hast Angst, richtig. Wow, der Goomba-König ist riesengroß. Ich bin sicher, er hat, er ist nichts für dich. Lass uns ihn holen. Bist du fertig, den großen Goomba-König zu treffen? Das solltest du, oder so. Oha, der erste Bosskampf, oh mein Gott! Töte ihn, Goomba-König. Wir stehen direkt hinter dir. Lass ihn mir. Mario, ich denke, die beiden Goomba-Brüder sind noch ein bisschen angeschlagen, findest du nicht? Aber wie ihr seht,
2 HP haben die nur noch, das heißt, ja, eigentlich sind die ganz leicht zu besiegen, aber das Wichtigste ist hier, der Gummakönig, der Red-Gumma, wir können den allen dreien Schaden machen durch das hier, Kunda Tree. Wir können einfach hier rausspringen und dann passiert das hier. 3, 3, 3 und damit wären die Gummabrüder auch schon weg. So, und du scannst mal den Gummakönig. Das ist der Gummakönig, er ist richtig groß. Ich meine, guck ihn dir an, er sieht richtig kraftvoll aus. Maximale KP 10, Angriffspower 1, Verteidigung 0. Er ist der Boss des roten Gumbas und des blauen Gumbas. Du bist eh viel stärker, Mario. Ja, ja. Damit hat er jetzt, glaube ich, nur noch... Oha, 7 KP und wir können nichts mehr machen, außer ihn. Achso, doch, Power Jump, natürlich. Hab schon gedacht, wir müssen die ganze Zeit jetzt nur noch springen. Aber nein. So, jetzt hat er nur noch 3 HP, das heißt, mit unserem Power Jump müssten wir ihn fertig machen. Da reicht unsere BP noch. Und da ist er auch direkt schon K.O. Und wir bekommen 30 Sternpunkte und somit ein Level Up. Wir haben die 100 erreicht. Und was machen wir? Wir haben die Auswahl zwischen HP erhöhen, die BP erhöhen oder die BP, also wir können die Orden so upgraden, dass wir mehr tragen können. Also mehr auswählen können. Ich würde sagen, zu Anfang nehmen wir mal die KP, denn das ohne solche Hilfe wären wir eigentlich ganz schön dran. Was? Wie konnten wir verlieren? Wie konnte ich verlieren? Ja, ich wusste, wir konnten... So, Leute, dann... Hallo! Lasst ihr mich durch? Ich glaube, dann beenden wir auch diesen Part hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.